Und um das Vergessen zu verhindern, will ich einige der schrecklichen Zitate hier vortragen. Frau Strack-Zimmermann warf der ungeimpften Minderheit vor, die Mehrheit zu terrorisieren. Der grüne Maoist Kretschmann bezeichnete Corona-Spaziergänger als Aasgeier der Pandemie. Lauterbach verbreitete die gefährliche Lüge von der nebenwirkungsfreien Impfung. In dieser Zeit standen Staat und linke Zivilgesellschaft Seite an Seite im Kampf gegen unerwünschte, nicht regierungstreue Meinungen. Meinungen übrigens, die sich heute weitgehend als richtig erwiesen haben.